Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Soul Reaver 1. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben, beziehungsweise nicht hier. Aber wir haben beim letzten Mal Ra besiegt und seine Seele in uns aufgenommen. Wir können jetzt nämlich schwimmen, was sehr cool ist. Muss ich mal kurz... Okay. Und beim letzten Mal... Das muss ich suchen. Die Frage ist... Hier? Ist hier noch gar nicht... Okay, anscheinend hat er das mal wieder nicht übernommen. Ich glaube, ich bin auch auf dem falschen Safe. Warte mal. Oh. Muss ich mal ganz kurz so gucken. Hier. Jenseits des Mahlstroms des Abgrundes führt ein unterirdischer Gang nach Norden zum kleinen Gebiet deines Bruders Duma. Dank Rahabs Seele kannst du schwimmen, yeah, um dort hinein zu gelangen, wo du zuvor nicht weiterkommen konntest. Ich weiß. Ich das wissen. Aber. Das scheint auch nicht der. Hat das nicht vergessen zu speichern beim letzten Mal? Hier, das ist der Safe. Haha. Wollte sagen. Ich will nicht speichern. Ich war so minimal unsicher. Ja. Mal kurz was nachgucken. Müssen wir gucken, wann mein Freund nach Hause kommt. Ah, okay. Er war es noch nicht. So. Aber jetzt. Müsste nämlich das Zeichen hier gewesen sein. So. Das kann nun witzig werden. So. Will nur mal kurz was gucken. Okay. Das heißt, hier kommen wir aufgrund einer gewissen Sache nicht weiter und ich bin hier gerade so bedient. So. Dann gehen wir nämlich direkt hier rein. Ah! Da hin. Wenn man sich vorstellt, dass man hier ganz, ganz früher mit Kane durchgelaufen ist. Das damals natürlich ganz anders aussah als jetzt. Ist schon irgendwo cool. Ja. Ich muss jetzt gerade mal kurz... Er belästigt mich gerade zu sehr. So. Nein.
ja, jetzt mit der umgekehrten Störung ist das ein bisschen tricky. Noch schlimmer als eigentlich. Hier würde ich euch wirklich empfehlen, immer nur so lang zu gehen. Denn anders hält das niemand aus. Jetzt muss ich einmal ganz kurz. Aus irgendeinem Grund verabschiedet sich meine Socke, obwohl ich meine Hausschuhe anhab. Mich einmal anders hinsetzen, sonst kriege ich hier bald einen lahmen Hintern. Ich saß nämlich jetzt über eine Stunde in der gleichen Position, weil ich bei Final Fantasy 4 jetzt den Bosskampf endlich erledigt habe, den allerletzten. Und da saß ich dann doch ein bisschen steif da. Ja, die andere Socke verabschiedet sich ebenfalls. So. Schlimmste ist, dass man nicht runterfallen darf. Muss ich kurz gucken. Da ist das. Da müssen wir hoch. Glaube ich. Yep. Ja. Oh Gott. Ja, ich bin jetzt hier gerade absichtlich still. Denn, oh Gott, jetzt juckt's mich. Denn das Ganze hier ist ein bisschen tricky gewesen. Wow! Okay, sorry. Wir müssen zusehen, dass wir hier rüberkommen. So. Und genau dahinten ist das Ding, das wir gleich noch brauchen. Oh Gott. So, und hier... ja, hallo! Da oben war dann... ja, der Kiefer quasi. Das heißt, von da haben wir quasi in... warum sage ich so oft quasi? In Blood Omen 1 runtergeguckt. Und konnten das Land sehen. Da muss ich gerade einmal... nein. Sollte jetzt frei sein. Da müssen wir später nämlich rüber. Weil oben ist so ein Lebenssteinchen. Teil, Emblem. Und das brauchen wir. So, und jetzt kommt eines der nervigen Kistenrätsel. Und eines der hirnrissigsten. Rasi erstmal. Hm.
Und das Witzige ist, diese Kiste, wenn man nicht weiß, dass sie hier oben ist, sucht man sich dumm und dämlich. Ich weiß noch nicht, wofür wir. Also, ich weiß noch nicht, wo die Kiste hin muss, aber. Wir brauchen die hier irgendwie. Ach so, da. Auf welcher Seite ist denn hier was drauf? Auf der Seite, okay. Gott. Also wenn man eine Woche lang nicht mehr gespielt hat, dann merkt man, dass man die Steuerung nicht mehr kann. Oder 2 Wochen ist es sogar schon her. Okay. Also Kopf, wo die jetzt rauskommt. Das ist oben. Auf dieser Seite fehlt nur da eins. Das heißt, es wird wahrscheinlich da einmal rüberkommen. So. Das Geile ist, hier ist halt auch so viel Platz nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig habe. Habe ich. So, ich weiß noch nicht, wie viel ich aufnehme. Eventuell nur diesen Part. Da ich noch einiges rendern muss. Da ist ein Typi, der unten hockt. Also, du auf jeden. Das Witzige ist, für dieses Rätsel braucht man ungelogen mindestens eine Viertelstunde. Und wenn man keine Ahnung hat, wie das hier funktioniert, noch länger. Ich glaube, beim allerersten Mal habe ich 1 Stunde dafür gebraucht. Ist aber auch nervig. Vor allem die Sicht ist, selbst auf der PS1 mit ordentlicher Kamera, ist was zum Kotzen. So. Als wäre das noch nicht genug. Jetzt hier weiter. Ich hoffe, dass das da reinpasst. Ja. Tut es. So. Und nun. Da ist Kiste. Als wäre es nicht schon schlimm genug, müssen wir jetzt erstmal da hoch. Hallo. Die Kiste runter, Owen. Jetzt muss ich kurz gucken, wo der Kreis hingehört. Ihr nicht. Ihr gehört der Kreis nicht hin. Okay, der Kreis gehört hier hin. Aber da oben ist ja auch noch einer. Das heißt, jetzt erstmal alles dahin räumen.
Mann, scheiß Kamera. Ich frage mich manchmal echt, was die Leute sich dabei gedacht haben, diese ganzen Kisten jetzt hier reinzupfeffern. Ich meine, ein paar, okay. Aber so viele? Ich habe aufgehört zu zählen. Ich glaube, wir sind bei 11 oder 12. Bei 13? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist eine Menge. So, das hier gehört auf jeden Fall auf die andere Seite. Das heißt, wir machen das einmal so. Gehen das einmal so. Nicht mehr geht. Ei, 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 ei. Wir sind schon bei 17 Minuten. So. Da ist irgend so ein Komiker, der unten hockt. Was ist mit dir? Nein, du bist auch eine richtige. So, ich will jetzt mal kurz wissen, was hier hinkommen soll. Einer mit so einem ganz komischen Gesicht. Aber mit einem geteilten Gesicht. Ich glaube, der hier. Also ich mache das jetzt hier auch einfach nur auf gut Glück. In der Hoffnung, dass das alles so passt, wie ich mir das vorstelle. Oh. Ah, okay. War einer zu weit. Der hier passt auch. So, das heißt, auf dieser Seite sind wir schon mal fertig. Jetzt haben wir da einmal so ein so Kotzi, sag ich jetzt mal. Und der muss auf der Seite, weil hier ist auch nur noch einer. Dann war das andere nur der Alibi-Stein. Wie ich ihn immer so schön nenne. Ach ja. Also, sie kann sich bestimmt auch nichts Schöneres vorstellen. Nein. Ich wundere es manchmal, dass sie überhaupt noch leben kann. Thank you.
Perfekt. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wofür wir das alles gemacht haben. Für eine weitere Glyphe. Eine von vielen. Und da wartet sie auf uns. Ich muss gerade überlegen, was das... Ich glaube, das ist eine der unnützesten Glyphen, glaube ich. Nachdenken. Okay, wird nicht erklärt. Ja, eine der unnützesten. Und zwar die Steinglyphe. Huch. Die verwandelt Gegner, meine ich, in Stein. So. Jetzt haben wir aber Glyphenenergie 8. So. Ja, ich glaube, ich werde jetzt auch nach diesem Part wirklich Schluss machen. Reicht, wenn ich dann noch ein bisschen render und vielleicht noch privat ein bisschen was spiele. Denn ich habe mir gerade Assassin's Creed Valhalla geholt. Und ja. Das spiele ich einfach nur toll. Ich muss es. Genau. Da will ich hin. Wunderbarer See. So, beim nächsten Mal bin ich jetzt eigentlich gerade am Überlegen, was beim nächsten Mal machen können. Stimmt, ich glaube, wir gehen beim nächsten Mal einfach an einen geheimen Ort. Und ja, mal gucken, was wir da so entdecken werden. Ich meine, da gibt es auch eine Glyphe. Und ja, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Ciao!